Kann der kleine Münsterländer auch als reiner Familienhund gehalten werden? Wie verhält er sich zu anderen Haustieren? Diese Frage ist in der letzten Zeit häufiger an mich gestellt worden. Hier ein paar kleine Beispiele. Bereits im Welpenalter habe ich darauf geachtet, dass der Hund nicht auf alles losgeht, was sich bewegt. Unsere Hühner und Kaninchen sind absolut tabu. Eher ein interessantes Spielzeug. Hinter Nachbars Katze wird hinterhergejagt. Stellt sie sich aber, geht man vor ihr in Spielhaltung und sagt, komm, spiel mit mir. Auf Hunde, auf fremde Hunde wird grundsätzlich freundlich zugegangen. Je nach ihrer Körpersprache erfolgt dann die Reaktion. Entweder er lässt sie links liegen oder er fordert zum Spiel auf. Aber auch Tiere in freier Wildbahn, im Jagdbetrieb, soll er schonen. Hunter, komm, hier, Hunter, Hunter, hierher, komm. Komm hierher, so ist fein. So ist fein, komm. Apportierfreudig wie er ist, hat er mir eines Abends diesen Igel gebracht. Und das so vorsichtig, dass er weder sich selbst noch den Igel verletzt hat.